Viel zu wenig Mehl. Wusstest du, dass die Schlümpfe so Namen haben wie Hefti oder Schnaubi oder so? Hm. Ich dachte, die haben immer so einen, irgend so einen Titel und dann Schlumpf noch hinten dran. Papa. Ja, dass das nicht der Name ist, ne? Schlaubi Schlumpf. Eigentlich Nuss heißen Schlumpf. Die Egon und Simon und sowas. Herbert. Ja, aber das fanden Anton. Die so doof. Deswegen haben die gesagt, gut, nennen wir uns einfach mal nach dem, was wir so können. Schlumpf. Außer Schlumpfine, die kann halt nichts. Das ist ein Frauenschlumpf, mehr kann die nicht. Ich deabonniere dich gleich, ey. Was denn, komm. Es geht ja nicht darum, dass Frauen nichts können, es geht ja einfach nur darum, dass Schlumpfine nichts kann. Ja, die ist so blond. Die ist so richtig doof. Okay, na, jetzt haben wir hier. Jetzt sind wir stark. Wie lange nehmen wir eigentlich schon auf? 1,5 Stunden fast. Ach so. So. Was haben wir gesagt, bis morgen 18 Uhr? Ja, mal. Geil. Ja, so lange machen wir jetzt nicht. Ich wollte jetzt nochmal ganz kurz Hilfco rein. Da, wahrscheinlich das erste Item, was wir hier weggabeln, das wird der EP-Teiler sein. Ja, das wäre ja. Würde mich ja jetzt so ein bisschen ärgern. Ja, ich nicht nur so ein bisschen. Es ist schon aber heftig, dass wir jetzt eine Stunde lang gelevelt haben und Fancy trotzdem noch 16 Level drüber ist. Über allem. Ja, wir haben was geschafft. Jetzt haben wir was, das wir anfassen können. Und damit meine ich jetzt nicht... Ja, ich sag das jetzt nicht. Da hat man was Eigenes. Einen harten. Da hat man was Eigenes. Das hast du doch mal als Formspring-Antwort gegeben, glaube ich. Damals, ja. In alten Zeit. Ja, wo Jodel-Diplom, darum ging's, glaube ich. Ja, genau. Frage war von mir. Ja, natürlich, von wem denn sonst? Bei manchen Fragen, die da kommen, das hast du ja auch mal, drei Dinge, die dich ärgern, hast du mich mal auf Ask gefragt, ne? Was hatte ich da geantwortet? Wo lebt? Und was wollte ich antworten? Keine Ahnung. Kleine Brüste. Da hast du aber auch recht. Oh, das ist ja... Boah. Pff. Das sind dann aber nur zwei Dinge, die mich ärgern. Der kleine Brüste. Ja, immer zwei kleine Brüste sind ja nur zwei Dinge. Er ist voll die Zwickmühle, deswegen habe ich nur Mulibert geschrieben, weil ich drei, damit nicht gezogen habe. Drei kann. Kleine Brüste. Ihhh. Gibt ja Leute, die haben das wirklich, ne? Was? Ja, haben sie. So Russen oder was? Was kommst du denn schon wieder mit sowas jetzt? Das ist doch so Russenzeug. Ja, ja. So hier, komm. So. Mach mal hier. Nein, das Kind hat mich besiegt! Das ist aber jetzt nicht bayerisch gewesen, ne? Ach so. Ja, hast du ja nicht ausgeredet. Na, das Kind hat mich zusammengequiegelt. So, weiter, machen! Nee. Nö. Bitte! Ich hab das schon gesagt, nee. Ich mach das nur einmal. Ich hab gesagt, kein Mal. Und jetzt hab ich's einmal mehr. Der Fipsi ist doof. Tja, Bingo! Ein Eindringling mischt das Team Rocket auf. Das bist du, oder? Sind wir. Das ist übrigens das Bild, das hast du bei dir auch, ne? Mhm. Das ist schön. Wieso bayerst du nicht mehr? Das ist voll gemein. Bingo. Oh, EP-Teiler. Seelentau? Was ist das denn für ein Blödsinn? Hab ich ja noch nie gehört. Ist das nicht so ein... Ach so. Von Latios oder Latias getragen werden kann. Och, geil. Haben wir ja nicht, ne? So was wie... wie heißt das denn? Buntasche? Nee, Zauberasche oder so. Von genau. Ho. Diese Rülpser haben die Kontrolle in dem Gebäude übernommen. Der Boss sagte, dass er nach starken Pokémon sucht. Ich hoffe, dass unser Präsident Ärger vermeiden konnte. Warum bayerst du nicht mehr auf Fipsi? Das finde ich das ist so scheiße. Was ist denn daran scheiße? Ja, ich muss immer so lange überlegen. Ich bin einer der vier berüchtigten Rocket-Brüder. Wie habt ihr da denn schon geplättet? Ein, kein, vier, cool. Einen haben wir kaputt gehauen. Jetzt sind wir aber doch ein bisschen zu stark, habe ich das Gefühl. Dennoch ja, ist mir auch aufgefallen. Ja, das Level, das wir jetzt mit unseren Viechern haben, ist ja ungefähr das Level, das wir vorher mit der anderen Gang hatten, ne?
Und trotzdem hat Koga uns kaputt gehauen. Ja, ich glaube Ende 30 waren die alle. Oh. Waren kurz vor der Wechseljahre und dann sind sie alle gestorben. Panzer. Ah. Panzer. Ich find's so gut, dass wir jetzt einen Vollstärker haben. Das ist klasse. Ja, das brauchen wir auch, ne? Das Vieh ist so dusselig. Allein der Name und das Aussehen. Wofür steht eigentlich Forstelka? Irgendwas mit Forst. Ja, das kriege ich ja noch hin. Und Telka ist irgendwie so Kastell mit Silben vertauscht. Ach. Also, ne? Oh je, Mini, bitte hilf mir. Bitte hilf mir. Schau ihn dir an, den Feigling. Der ist so eine Pussy. Ich weiß nicht, warum ich mit dem zusammen bin. Wieso nicht mit Jerry B. Anderson? Der ist viel geiler. Dieser Splasher. Sie müssen es wegen unserer Pokémon-Produkte auf die Silph-Co. abgesehen haben. Ja, diese böse. Das Team Rocket benutzt die Pokémon bei dem Versuch, die Welt zu erobern. Das Team Rocket hat die Kontrolle über das Gebäude übernommen. Und keiner von denen macht was, ne? Ja, die stehen alle so dumm rum. Ja, obwohl, wenn die so ein Deoxys haben, hätte ich auch ein bisschen Schiss. Du wagst es, dich dem Team Rocket zu widersetzen! Das war jetzt aber nicht bayerisch, ne? Nee. Das kann man auch nicht gut sagen. Ich freue mich ja schon auf Katzes Geburtstag, da knall ich dir so viel Kirschlikör in die Binsen, bis du anfängst, bayerisch zu reden. Ich glaube, irgendwann ist dann. Ich mach so einen Gag draus und rede nur bayerisch und keiner versteht irgendwas. Das haben wir ja neulich gehabt. Da hattest du keinen Bock mehr, Hochdeutsch zu reden. Ja. Weil das zu schwer war für dich. Und dann meinte ich ja noch zu dir, ach komm, Fipsi, mach einfach bayerisch, das versteht mich. Ich hab kein Wort verstanden. Das hast du, wir haben keine Ahnung gehabt. Entenmann hat noch so getan, als wenn er das verstehen würde. Das glaube ich dem nämlich. Der versteht das. So. Nee, der hat das nicht verstanden. Nee, hat er nicht. Lowrings, Entenmann und ich, wir hatten ja schon zwei oder dreimal so eine Dialektrunde und du warst nicht dabei. Was, der Entenmann hat auch einen Dialekt? Badisch, aber das ist jetzt nicht so krass, dass man da irgendwas nicht verstehen würde. Wie Lowrings. Sehr gut, findest du sehr, sollen wir es machen? Ja, sehr haben wir jetzt weg. Das zieht ja viel ab, aber es ist erst ein paar Runden später, oder? Ja. Ich finde das jetzt nicht so toll. Ich will immer eine direkte Attacke. Ich nehme mich auch. Ich will direkt, dass der Gegner tot ist. Nicht erst in 10 Runden später. Wir müssen uns noch irgendjemanden aussuchen, dem wir Explosionen beibringen. Ich bin ja für Fancy, ganz am Ende. Da kommt da, ich sag's dir, wenn das viel Platz, da kommen da so Luftschlangen raus und so eine Pinata. So Süßigkeiten. Ich bin ja auch dafür, dass sie eigentlich dann die Explosion überlebt. Wie alle. So, bei Dragon Ball gab's ja auch den C16, der sich da in die Luft gesprengt hat. Der ist ja auch überlebt. Ja. Weiß ich nicht, Fipsi, hat der das überlebt? C16, war das der Typ da mit den zwei? Ja, der Dicke, der Große, der Starke. Der ja, so genau. Töten wollte. Ach, der hat sich in die Luft gejagt. Ich habe die Serie noch nie geguckt, aber ich habe den Manga komplett gelesen. Oh. Das war auch immer dasselbe, oder? Ja. Aber irgendwie hat es mir gefallen. Treffen auf den Gegner, werden verhauen, trainieren, verhauen den Gegner. Fertig. So immer. Jedes Mal. Und zwischendurch sterben mal wieder 5 von denen, die aber später wiederbelebt werden. Also. Dragon Ball. Ja, ich glaube auch so ein bisschen, dass sie Erfolg hatten, weil es nichts anderes gab. Ist jetzt vielleicht ein bisschen üble Nachrede, aber irgendwie habe ich manchmal das Gefühl. Ja, was waren denn bekannte Mangas damals? Das war Sailor Moon, gab's ja auch. 20, 30 Jahren, oder? So 1980, 90 rum. Da gab's die hatten ja nicht viel. Dann sowas, so Underdog-Zeug, wie hier Monster müsste es, glaube ich, schon gegeben haben, bin ich mir jetzt gerade nicht sicher. Und Katzenaugen gab's auch. Und sonst. Ja, irgendwas, was man nicht kannte, weil das dann noch nicht rübergeschwappt ist zu uns alles. Ja, genau. Mach ja in Japan anders ausgesehen haben. Was ist denn jetzt so bekannt? Naruto, One Piece, Fairy Tail, Hunter genau X, sowas. Hunter, Toriko, oder wie der auch immer heißt, mit dem blauen Haaren. Aber ich lese nicht viele Mangas.
Nur und wir haben mal zusammen mit Arne nochmal, das war ein schöner Abend, wo wir dann montags mal mit One Piece gemacht haben. Moinle. Das war richtig klasse. Was machst du denn? Ja, ich bring das um. Das dachte, oh, ich bin Stahl, ich kann was gegen Psycho, ne? Jojo. Ja. Noch nie Uri Geller geguckt, das ja, und jetzt wird's aber ernst. Mit Arne gespielt. Ja, da kamen so lustige Sachen zusammen. Ich schon auch. Allein die Dinge, die er gemalt hat. Arne ist ja so ein kleiner Künstler, das weiß man nicht. Mhm. Aber das sah richtig gut aus teilweise. Ja, teilweise. Manchmal sah das auch aus wie in Füller in Affenhaus kotzen und los. Ich muss auch mal darauf hinweisen, auf Hexenschuss, da warst du ja, glaube ich, nicht dabei. Beim Wort Hexenschuss, wo er so eine Hexe auf einem Besen gemalt hat, mit einer Pistole. Scheiße, das habe ich ja vergessen. Ah, das ist auch so ein Killer. Mhm. Der hat einen umgebracht. Und Nepomentas. Der hat einen umgebracht. Da ist die Hockrose gestorben, an der Explosion. So einfach geht das. Tragisch. So, wolltest du den mal bayerisch machen? Kruzifix! Siehst du, das geht doch. So schwer war das ja nicht. Tixi, was denn Tixi? Tixi. Der meine Fipsi, meint er. Der will mich nach Fipsi schicken. Der was muss ist auf deine Kühe. Tixi, das muss doch irgendwas mit Pokémon zu tun haben. Der, er meinte gerade, dass sein Chef ihn nach Tixi schicken möchte. Weißt du, was ich gerade gefunden habe, Fipsi? Was denn? Hier, guck mal, was richtig geil ist, was ich hier richtig geil benutzen kann. Boah. Ein Ball, der nur in der Safari-Zone eingesetzt wird. Kacke. Was passiert eigentlich, wenn ich den hier benutze? Ich glaube, dann platzt alles hier. Wahrscheinlich. Das Spiel zerlegt sich selbst. Du findest den Epitel, und das passiert. Ja, das glaube ich. Der ist in dem Ball drin. Yay! Oh, guck mal, wie sie hier oben alle stehen, da die ganzen wieder einer der Rocket-Brüder. Ja, natürlich ist er das. Woher weißt du das? So, ich lass jetzt mal King Fishstick spielen. Er macht das jetzt. Trinkst du mal was? Nebenbei. Ja. Trinken ist gesund. Ein Weberrack. Den kriegt er kaputt. So, pass auf. Nee, der muss A drücken. Scheiß Vieh. Steinwurf! Wieso nicht Psychokinese? Ja, weil das ein Käfer-Pokémon ist. Ja, aber auch Gift, oder? Ist ja egal. Tod ist tot. Jetzt geht's hier los. Dann habe ich die Psychokinese noch für solche Kerle hier. Ach, was war das denn noch? Steinfeuer? Ich weiß nicht, ich hatte das nie. Ich hatte nie die Rubin-Version, ich hatte nur Saphir, weil als 14-Jähriger, da hatte ich nicht so viel Geld wie jetzt. Da konnte ich mir nicht beides leisten. Und er schlitzt erstmal den Stein auf. Ach, das ist aber nichts. Mir hat das aber auch gereicht. Ich habe das auch nur einmal durchgespielt. Und dann irgendwie so 200 Stunden drauf gehabt. Puh. Das bei Diamant hatte ich... ich hatte nur die Perl-Edition, habe ich das genauso gemacht. Und jetzt bei Y auch. Ich habe X auch schon länger nicht mehr gespielt. Müsste ich mal wieder machen. Ja, du bist ja da... Du bist ja eher so ein Wichtiger, ne? Du machst ja auch mit Wesen und all so einem Scheiß, ne? Haben wir ja schon gesagt. Ja, so wichtig nicht, aber ich lege schon ein bisschen Wert drauf. Ich kenne mich nicht aus mit EV, DV und so, aber Wesen, das, wenn das auch noch so explizit angezeigt wird jetzt in den neuen Generationen, da will ich dann jetzt keine Ahnung, was hat denn eine krasse Verteidigung? Ja, sagen wir mal, Fostelka oder so. Ja. Dann hast du so ein scheiß Fostelka, was so ein Wesen hat, wo Verteidigung nicht so viele Punkte gibt. Das will ich auch nicht haben. Dann will ich schon Fostelka mit viel Verteidigung, wenn es schon einen Bonus hat. Das macht schon irgendwie Sinn. Aber gegen die Leute hier im Online-Modus, da brauchst du ja gar nicht antreten. Die sind so krass drauf. Ich weiß auch gar nicht, wie die das machen. Das weiß ich echt nicht. Ich habe da zweimal oder dreimal gekämpft. Ich habe immer verloren. Ich war einmal hier, da war einer im Online-Modus, gegen den habe ich gespielt, das habe ich auch schon mal erzählt. Dann war Ansage 3 gegen 3, ne? Und hatte er jetzt 6. Hatte er auf einmal 6, das war voll gemein. Dann hat er mich umgebracht. Scheiße, ey. Was meinst du, wie mich das geärgert hat? Ja, klar. Ich bin auch gerade ein bisschen so ein Mutigen, dass ich mit Dwayne gegen Golking kämpfe.
Naja, Level 45. Ja. Okay, der ist 29. Bierbüchse. Dreschpflege. Ist ein Splasher Sachen, hier, oder was? Sachen, die wir auch noch machen müssen, Grisou benennen. Ja, das müssen wir in der Aufnahme noch machen. Wir haben ja nicht mehr viel Zeit. 5 Minuten oder so. Dann machen wir das nämlich noch als letztes. Jonas! Feierabend! Ich geh saufen! Wochenende! Kaum trocken hinter den Ohren, aber schon ein begabter Trainer. Ich dachte, er sagt jetzt irgendwas mit Wochenende oder so. Ja! Ein grünen Schal, hatte ich noch nicht. Wie oft hast du die denn schon jetzt? Gelber Schal, blauer Schal? Ich hab alle Farben jetzt. Und hier gibt's noch nicht mal Wettbewerbe in diesem Spiel. Ja, da sind die Sachen in Wettbewerben stärker. Ah, verstärkt Coolness. Aber wir haben hier keinen Wettbewerb. Das ist wie bei Yogi Löw, der trägt ja auch manchmal einen Schal und das verstärkt auch seinen Coolness. Nicht. Ja, doch, meint er. Diese Fußball-Scheiße, ja? Ich mag das auch nicht, wenn WM ist. Besonders wenn WM ist, mag ich das nicht. Du kriegst doch davon gar nichts mit. Ja klar, im Internet, überall. Ja, aber nicht auf deinem Bauernhof. Du kannst doch nicht rumlaufen. Meinst du, die Kühe sind hier dann anders angemalt? Werfen die dann andere Farben oder was? Ja, alle lila. Die sind alle schwarz-rot-gold. Das wird doch geil. Blau, weiß-blau sind die. Schalke-Kühe? Nein. Ja, Kühe. 1860 München. Wenn eine Schalke-Kühe da ist, ne? Dann willst du aber nicht, dass ich bei dir Urlaub mache. Ich glaube, 1860 München ist mindestens so verhasst wie Schalke. Zumindest bei den FC Bayern-Fans. Bestimmt. So, Grisou. Am Verein. Grisou, ein schöner Name. Möchtest du ihn ändern? Ja. Was möchtest du, hä? Aber nicht in Caps Lock, ne? Sondern. Ja, das ist die neue Schreibweise. Tabasco. Besser Name. Yo. Fertig, von nun an heißt dein Pokémon Tabasco. Das ist ein besserer Name als der vorherige. Welch ein Glück für dich. Yay. Supi. So, Kinder, dann haben wir es geschafft. Das waren jetzt eine Stunde und 45 Minuten Aufnahme mit dem Fipsi. Das ist ja flott vergangen, ganz ehrlich. Ja, das war gut. Das war spaßig. Das hat gute Laune gebracht. Und ich jetzt hoffe es. Werbung für Fipsi. Der macht nämlich Pups und die sind geil. Naja. Der kann einen ganzen Eimer Kirschlikör in 3 Sekunden wegziehen. Das stimmt allerdings. Er ist halt ein Bayer. Mhm. Okay. Ja. Fipsi, hast du ein schönes Schlusswort? Wochenende! Saufen! Kirschlikör!